Außergewöhnliches schaffen will, dann muss man auch außergewöhnlich halt auch Zeit investieren darin. Und das ist so das größte Makro. Also das, da würde ich auf jeden Fall, wenn ich hier in Deutschland kämpfe, kämpfe ich unter anderem gegen Leute, die Kfz-Mechaniker sind. Die sind Leute, die vielleicht noch nebenbei Teilzeit arbeiten und die es vielleicht noch schaffen, gerade so vielleicht zweimal in der Woche, zweimal am Tag zu trainieren, gerade bis dahin, dass die Niederlage. Ich habe auch mal zwischendurch mit Gedanken gespielt, wo ich gesagt habe, ey, warum mache ich das eigentlich? Also so die Motivation habe ich auch sogar so gesehen, vermeintlich eine Niederlage war. Haben mich auf einmal auch im sozialen Netzwerk viele Leute angeschrieben, ja, der russische Fan sind hinter dir und die haben applaudiert, wie Stefan Pütz, der auch Titelträger war, und René Hoppe, der die letzten zwei Kämpfe in Russland gewonnen hat. Und hey Leute, wir haben uns heute mit Ada Adas getroffen. Wir haben so ein bisschen über seine Erfahrung jetzt in St. Petersburg gesprochen, wie er das Ganze wahrgenommen hat, was seine Meinung zu der Vorbereitung ist, wie er sich gefühlt hat, gerade so ein Main Event zu sein auf so einer großen Veranstaltung. Sind ein paar interessante Informationen dabei rausgekommen. Guckt es euch an. Mein Name ist Ada Adas. Ich bin vom Spitfire Team hier in Berlin. Wir trainieren in der Yorkstraße und ich bin zurzeit deutscher Meister in Version des AFSO und habe eine Bilanz von 8 und seit letzte Woche 8-3, weil ich in Russland eine Niederlage einnehmen musste mit einem ausgekugelten Ellbogen. Und ja, erstmal das kurz zu mir. Ja, cool. Du hast es eigentlich schon angesprochen, deswegen haben wir uns eigentlich auch so spontan mit dir getroffen, um einfach nur mal kurz nach dem Kampf, nach den Erfahrungen in St. Petersburg, einfach nur mal wirklich in der Folge darauf einzugehen, wie du das Ganze erlebt hast, wie du dich vorbereitet hast, was für ein Fazit du gezogen hast aus der ganzen Geschichte. Nicht wundern, ich habe hier so einen tollen Sesamstraßen-Nerd, ich habe den Namen jetzt vergessen, habe ich dabei, aber einfach für den Ton. Ja. Erzähl mal, also wie kam es zu dem Fight? Du hast ja bei dem Co-Main-Event in St. Petersburg bei M1 gekämpft. War ja auch dein erster Auftritt bei M1. Wie kam es dazu? Also du hast ja, solltest ja vorher schon bei M1 kämpfen, richtig? Genau. Das war aber nicht kein Co-Main-Event, sondern was war das gewesen? Ich sollte einfach in der Undercard kämpfen gegen Daniela Prikrasa. Da hatte ich damals ein Visa-Problem. Am 1.3. sollte das sein und dann daraufhin hatte ich nach 3 Monaten halt die Chance halt nochmal. Und diesmal hat es auch mit dem Visum geklappt und wir sind hingeflogen. Bevor wir erstmal anfangen, will ich nur noch mal kurz ein Dankeschön an Olivio Pasta Restaurant hier in der Schöneinstraße. Nur, dass wir das mal kurz erwähnen. Und jetzt, so geht's auch schon weiter. Ich wollte sagen, wie ist es zu dem Kampf gekommen? Also, nachdem es am 1.3. nicht geklappt hat mit dem Visum, haben wir uns erstmal überlegt, ob es da Möglichkeiten gibt, vielleicht sogar national zu kämpfen. Wobei wir uns irgendwie entschieden haben, dass es irgendwo für uns doch interessanter ist, international weiter aufzutreten. Wir hatten letztes Jahr, ist genau so ziemlich ein Jahr her, hatten wir in Amerika unser Durchbruch, wenn man so will. Da hatten wir uns vorbereitet für Caro Parisian, der damals dann aber aufgrund einer Verletzung nicht auftreten konnte. Da habe ich dennoch einen erfahrenen Gegner bekommen, Luis Bezerra aus Brasilien, und den konnten wir gewinnen. Das ist jetzt so die Frage, ob wir uns international jetzt so durchsetzen können, weiterhin war jetzt die Frage. Ich persönlich fand, M1 ist nochmal eine viel heiklere Nummer. Das sind wirklich Leute, die sind Vollzeitathleten, und insbesondere Sergej Romanov, der jetzt mein Gegner war. Das ist der Titelanwärter, ne? Das ist der Titelanwärter, der soll jetzt demnächst, ich glaube, der macht noch ein paar Kämpfe und dann bekommt er auch die Chance für den Titel. Und letztendlich habe ich mich für den Kampf entschieden, um auch so einer Erwartung entgegenzukommen. Es war in der Hinsicht etwas unüberlegt von mir, weil ich doch hinterher denke, dass ich mich da rangetastet hätte, sollen, ja. Weil ein Daniela Prikrasa im Undercard wäre nochmal was anderes als ein Sergej Romanov im Co-Main-Event. Und Sergej Romanov ist da schon eine Berühmtheit, eine Beliebtheit mit einer etwas erfahreneren Bilanz. Was hat er gehabt? 11
11-1, ne? Hat er. Und es geht gar nicht um die Bilanz. Das ist nicht das, was mich erschreckt. Aber es ist einfach, dass das Mentale einfach in dem Moment bei mir nicht gestimmt hat. Als ein M1-Debütant wäre es vielleicht auch angebracht gegen M1-Debütant, okay, höchstens ein, zwei Kämpfe, der das hat. Und das war vielleicht in der Hinsicht etwas unüberlegt, von mir aus. Also du meinst praktisch, dass es wäre sinnvoller vielleicht gewesen, nicht jetzt aufgrund von Sergey, sondern einfach nur wegen dem ganzen Drumherum, nicht gleich als Co-Main-Event einzusteigen, genau, sondern einfach vielleicht ein, zwei Aufbaukämpfe machen, einfach um auch mit dem ganzen Team dort, mit der Veranstaltung erstmal genau sich anzufreunden. Also es geht gar nicht um Aufbaukampf. Also ich bin, die Kämpfer bei M1 sind alles harte Hunde. Ich hatte bei jedem meine Schwierigkeiten, sag ich mal so. Aber durch dieses Drumherum und Sergej Romanov Superstar und Sergej Romanov super gefördert und halt sind alle, wie gesagt, Vollzeitathleten, das war nochmal eine gesonderte Herausforderung. Da könnte man sich halt rantasten. Okay, da würde ich später gerne nochmal drauf eingehen, einfach nur zu wissen, wie der Unterschied eigentlich ist jetzt zu Europa, Deutschland und Russland. Da kannst du uns wahrscheinlich auch einiges erzählen. Aber mich interessiert nochmal, wie bist du, oder beziehungsweise wie kam das dazu? Dann, bisher dann hast du kein Visa bekommen bei dem letzten Fight, da wo dein Teamkollege Nico Samsonidze auch kämpfen sollte, genau, oder gekämpft hat. Er hat auch, genau. Ja. Wo du kein Visa bekommen hast, wie kam es dazu, dass es dann von so einem, von der Undercard zum Co-Main-Event gekommen ist? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie die dann auf die Idee kamen, mich gegen Sergej Romanov. Für mich hieß es, die kam zu mir und es hieß, am 1.6. wird Daniele Precasa nicht kämpfen. Er hat irgendwie keine Lust zu dem Zeitpunkt zu kämpfen oder möchte einfach nicht. Wobei ich dann hinterher da war und gesehen habe, er war in der Undercard wieder mit drinnen. Und dann hieß es halt, dann war es ja halt schon unterschrieben und wir hatten es ja geschrieben. Inwieweit die sich Veranstalter jetzt gedacht haben, Sergej Romanov gegen Ardadas, ich weiß nicht, wie die zu der Idee gekommen sind. Aber ich in dem Moment dachte, ich habe das Angebot von meinem Trainer bekommen, vom Management und dachte, ey, das ist interessant, das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Wagen wir es so, Augen zu und durch, so ein bisschen. Letztendlich hat es so gesehen nicht geklappt. Ich will nicht, man braucht sich da nicht kleiner zu machen, aber es war einfach nicht ausreichend in dem Moment. Er hat verdient gewonnen, auch wenn es durch eine Verletzung gewonnen war. Aber auch bis zu diesem Zeitpunkt in der ersten Runde hat er aktiver gekämpft. Wer weiß, wenn es zur zweiten, dritten Runde geht, vielleicht könnte ich es umdrehen, ja? Ich weiß es nicht. Aber bis zu dem Zeitpunkt hat er auf jeden Fall aktiver gekämpft und verdient gewonnen. Ja. Du bist ja auch eigentlich ziemlich bekannt dafür, dass auch gerade bei den Teammitgliedern, dass du erst so in der zweiten oder Ende der ersten Runde erst wirklich warm wirst und dann wirklich auch hoch aufdrehst. Also ich habe mir den Kampf ja auch angeschaut. Man hat gesehen, wo das halt immer cooler, souveräner. Du hast dann auch ein paar starke Aktionen gebracht. Ja. Ja, klar, dann ist es halt unglücklicherweise mit dem Arm passiert. Ich meine, ist ja auch, ist es ein, also was denkst du, nach deiner Einschätzung, auch ein Zeichen für dich selbst, dass ein Sergej Romanov, der eigentlich ziemlich dafür bekannt ist, ein Striker zu sein, einen Takedown bei dir angesetzt hat. Also, dass er sich gedacht hat, oh, das kann gefährlich werden im Stand, ich bringe ihn mal auf den Boden. Was ist da so deine Einschätzung? Das ist schwierig zu sagen, was er sich dabei dann gedacht hat, aber letztendlich hat es für ihn funktioniert. Und da kann man jetzt, ein funktionierendes System soll man jetzt nicht überfragen. Also, er hat das Richtige gemacht in dem Moment. Und ja, vielleicht, vermutlich war ich vielleicht für ihn doch, weil ich habe auch einige Strikes landen können, auch als er mich angegriffen hat, aber letztendlich musste man ihn fragen, warum er das gemacht hat, kann ich nicht sagen. Wie war das für dich in der Vorbereitung? Also du hast dich ja mit dem Team auch ziemlich intensiv vorbereitet. Ja. Was für Eindrücke hast du da für dich selbst mitgenommen? Es ist ja nicht so, dass man jetzt in den Kampf reingeht. Jetzt verliert, so wie du verloren hast, also unglücklich durch die Verletzung. Man nimmt ja auch sehr viel in der Vorbereitung mit. Ne? Es ist ja nicht so, dass man nur durch den Kampf, sondern die Haupterfahrung, die man mitnimmt, ist ja in der ganzen Vorbereitung. Du hast ja auch, hast du mir erzählt, mit einigen Boxern, die ziemlich bekannt sind, hier trainiert, die aus dem Rheinboxen kamen. Was hast du da in der ganzen Zeit für dich mitgenommen? Also es sollte auch sehr spezifisch für Romanov ausgelegt sein. Das haben wir auch getan. Wir wollten viel am Stil ändern, haben es auch getan.
Das eine hat mir gepasst, das andere nicht. Aber letztendlich sind wir da auch zum Ergebnis gekommen. Wir hatten Seifo, Octavi und die ganzen Boxer und auch Spezialisten, unserem Emanuel, unser Ringertrainer, was wir alles da hatten. Und ja, die Vorbereitung war nicht optimal, muss ich zugeben. Es muss deshalb auch Punkt 1 wegen meiner Arbeit. Ich arbeite nebenbei und es gab Zeiten, wo es dann hieß, Herr Adas, Sie müssen früh morgens kommen, weil Ihre Vertretung in Urlaub ist. Es ist nun mal dann halt 25 Stunden Arbeitszeit, die rein fürs Training genutzt werden können. Ne? Und die könnte ich dann nicht anwesend sein oder muss es irgendwie anderweitig machen. In der Hinsicht war das nicht optimal. Dann gab es natürlich auch keine Verletzungen, mit denen man gekämpft hat. Dann musste ich zum Therapeuten, Masseur und was es noch so gibt. Aber im Großen und Ganzen, also 20-100%. Man muss davon ausgehen, nochmal der Unterschied zwischen in Deutschland kämpfen und in Russland kämpfen. Wenn ich hier in Deutschland kämpfe, kämpfe ich unter anderem gegen Leute, die Kfz-Mechaniker sind. Die sind Leute, die vielleicht noch nebenbei Teilzeit arbeiten und die es vielleicht noch schaffen, gerade so vielleicht zweimal am Tag zu trainieren, gerade so in Russland oder auch Amerika. Sind es Leute, das sind Vollzeitathleten. Die haben das sich zur Gewohnheit gemacht, 3, wenn 4, also es sind nicht mal harte Einheiten, 4 bis manchmal sogar 5 Einheiten, wenn es auch technische Einheiten oder Erholungseinheiten sind, ne, zu machen. Also, das ist ein Vollzeitjob. Ja, ist ein Vollzeitjob und man kann halt den Level, der Levelunterschied ist dementsprechend anders. Ich möchte nicht sagen, dass die deutschen Kämpfer hier schlechter sind, aber das System ist in Deutschland so, dass viele halt auch arbeiten gehen und dementsprechend die Leistung dadurch auch sinkt. Ich glaube schon, weil es gab einige Artikel auch, die Deutschen packen es irgendwie nicht in Russland, was meiner Meinung nach nicht stimmt. Von wem waren die Artikel? Ich hab Artikel gelesen von Ground & Pound, ist ja unser Sportmagazin und das wollte ich erstmal unkommentiert lassen, weil es gibt Kämpfer wie Stefan Pütz, der auch Titelträger war und René Hoppe, der die letzten 2 Kämpfe in Russland gewonnen hat und alles. Ja, und die letzten einigen Kämpfe war es tatsächlich so, dass die Deutschen auch überwiegend halt verloren haben. Aber ich glaube schon, dass in Deutschland es qualifizierte Leute gibt, die in Russland mithalten dürfen. Wen würdest du da so persönlich einschätzen, nach deiner Meinung nach? Also Beispiele haben wir, Stefan Pütz. Mhm. Da haben wir noch René Hoppe, der die Arbeit ganz gut macht. Und hier und da, jetzt hat Sascha Sharma nächste Woche in China bei M1 sein Debüt. Ich hoffe, er macht das auch jetzt. Es gibt genug. Bei Mohamed Grabinski und unser Nico Samsonit hat es leider nicht so gut geklappt, aber dennoch denke ich, dass sie qualifiziert sind. In der Hinsicht mit einer besseren Vorbereitung. Ich habe jetzt auch vieles überdacht und wenn es weiterhin in M1 sein soll, wenn die Möglichkeit dann noch besteht, und da muss ich so einiges im Training auch ändern. Ja, genau, und einmal wollte ich auch sagen, stimmt, der Nico, von dem weiß ich, dass der auch ziemlich Eindruck hinterlassen hat bei M1. Die haben ihm dann nochmal ein Angebot für den zweiten Kampf gemacht, wenn ich mal das jetzt so sagen darf. Also, davon weiß ich nicht, aber wenn es so ist, umso schöner. Dann helf ich ihm, soweit ich kann, mit dem Arm beim Training auf jeden Fall. Genau, bevor ich auf den Arm eingehe, wollte ich nochmal wissen, was du jetzt für dich selbst, du hast gerade gesagt, dass du... was hast du für dich davon mitgenommen? Du meinst, du hast eine Menge für dich mitgenommen jetzt auch gerade durch diese ganze Erfahrung und was du jetzt beim nächsten Mal anders machen würdest, also gerade was Vorbereitung angeht. Also die größte Veränderung sollte sein, einfach die Zeitinvestition, dass ich es irgendwie mit der Arbeit geregelt bekommen muss, mehr Zeit in den Sport zu investieren und wie das jetzt auch letztendlich klappen mag. Also ich sag mal, im deutschen Niveau wird es auch mit der Arbeit irgendwie noch viel eventuell klappen, wobei ich jetzt das nicht herabsetzen möchte. Wir haben wirklich sehr qualitativ, sehr gute deutsche Kämpfer. Aber es ist nun mal so, dass man in Deutschland auch noch mit einem Nebenjob eigentlich das noch ganz gut hinkriegt. Aber wenn es dann Amerika ist oder Russland, da das mit den Vollzeitathleten und das ist eine andere Nummer. Und wenn man Außergewöhnliches schaffen will, dann muss man auch außergewöhnlich halt auch Zeit investieren darin. Und das ist so das größte Makro, also da würde ich auf jeden Fall am meisten arbeiten, dass ich sage, ich schaffe mir mehr Zeit fürs Training. Das liegt auch ganz krass daran, dass es,
glaube, in Russland und Amerika ist ja der Sport komplett anders etabliert als jetzt in Deutschland. Also die Anerkennung und die Wertschätzung, die den Kämpfern irgendwie gegenübergebracht wird, ist ja, kann man ja nicht vergleichen. Also du hast jetzt die Erfahrung, du warst in Amerika. Wir hatten letztes Mal zum Beispiel mit dem Vlado, der bei The Ultimate Fighter war, hat auch erzählt, dass da die Leute selbst am Flughafen schon, als sie mitbekommen haben, dass er bei der UFC oder bei The Ultimate Fighter kämpft, komplett irgendwie ihn mit offenen Armen willkommen geheißen haben. Und ich habe ja auch halb mitbekommen, nach dem Fight wurdest du ja auch, hattest du eine gute Fanbase da, ne? Die auch immer ständig zu dir kam und die mit dir Fotos schießen wollten. Also das ist nicht nur in Russland, auch in Amerika war es schon letztes Jahr, als es zu FFC ging, schon am Schalter da am Flughafen die Polizeibeamten, die gefragt haben, hey, warum bist du eigentlich hier? Ich sage, ja, für deine Marke. Wow, okay, krieg ich einen Unterschrift von dir und alles, Autogramm. Und dasselbe war auch in Russland so. Aber ich muss ehrlich zugeben, nicht einmal ist es mir in Deutschland passiert. Weißt du? Und da ist natürlich eine andere Anerkennung. Und als es dann nach dem Kampf sogar und auch sogar so gesehen vermeintlich eine Niederlage war, haben mich auf einmal auch im sozialen Netzwerk viele Leute angeschrieben, ja, der russische Fan sind hinter dir, und die haben applaudiert, als ich da rausgetragen worden bin. Und am darauffolgenden Tag in Russland gab es noch eine Veranstaltung, wo wir hingegangen sind, im Stadion, natürlich alle MMA begeistert, haben natürlich meinen Gips am Arm gesehen und da wussten sofort auch, wer ich bin. Oh, Arda, ich will kommen, lass ein Foto schießen. Dabei möchte ich auch Respekt zollen an Sergej Romanov und so, der sich sehr sportlich verhalten hat. Wir haben uns auch danach nochmal gesehen, auch schön, weil ich habe auch davor gegen seinen Teamkollegen gekämpft, Oleg Dadonov von Potsdam, den konnte ich besiegen. Aber Sergej Romanov ist nochmal erfahrener und da haben wir uns alle nochmal irgendwie treffen können und Fotos geschossen, haben uns alle nochmal umarmt, und das ist natürlich, sind die schönen Seiten des Sports. Ne? Ja, cool. Ja, wir hoffen ja alle, dass es in den kommenden Jahren so in Deutschland oder beziehungsweise auch gerade in Europa so eine Zustände annimmt wie in Amerika und Russland, wo der Sport einfach krass gehypt wird und auch unterstützt wird von den Fans, von Sponsoren. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, Sponsoring hier in Deutschland, was du auch angesprochen hast, gerade so mit diesen ganzen der Arbeit und das. Ich kenne es ja ganz von ganz vielen Sportlern oder Wettkämpfern, ob es jetzt im Boxen ist oder im Ring oder jetzt auch im MMA oder im K1, die immer wieder, wo das Training darunter leidet, aufgrund der finanziellen Situation. Das ist, ja, ich hoffe. Ich glaube, was viele auch interessiert, weil viele dachten auch so, in dem Moment, wo die den Kampf gesehen haben, die dich dann am Boden liegen haben sehen, ich dachte auch erstmal, ist der gebrochen? Aber er ist ja gar nicht gebrochen. Ne? Was ist da genau passiert mit dem Arm? Also was mit dem Arm passiert ist, er hat ja einen schönen Hüftwurf gemacht und währenddessen, das war ganz wirklich reflexartig, dass ich den Arm ausgestreckt habe, um irgendwie noch abzurollen oder so. Und dann war es auch schon passiert, und als ich dann auf dem Boden lag, habe ich mich auch, es hat einfach nur geschmerzt, und habe dann noch gesehen, dass er noch auf mich einboxt, und konnte irgendwie, mein Arm war da unten fixiert und habe mich einfach nur umgedreht und abgeklopft, was anderes. Und hinterher hat sich halt rausgestellt, dass mein Ellbogen sich ausgekugelt hat, aber dabei auch vermeintlich, morgen habe ich meinen MRT, aber so ziemlich wahrscheinlich halt die Sehnenbänder und die Muskulatur auch gerissen habe. Und ja, und ja. Ich hoffe bei mir, ich hatte immer gute Erfahrungen mit der Regeneration, dass das halt, ich glaube, 3 bis 6 Monate sollte es dann auch dauern. Wann haben wir jetzt? Wir haben jetzt 7 Tage oder 8 Tage nach dem Kampf? Am Donnerstag war das, genau, noch eine Woche, ne? Heute vor einer Woche war der Kampf, genau, heute ist Donnerstag, stimmt. Ja, und haben die da in Russland, also du hast ja gesagt, du hast morgen dein MRT, schon irgendwie eine Prognose, wie lange du ausfällst, wann du wieder richtig trainieren kannst, ob Bleibeschäden da irgendwie bleiben? Also die haben da wirklich nur das gemacht, was nötig war in dem Moment. Ich hatte auch eine Vollnarkose, haben es eingerenkt, Gips, als ich aufgewacht bin, hatte ich auf einmal Gips. Und ich habe die Röntgenbilder gesehen, war auch für mich ganz interessant, das nochmal zu sehen. Und dann hieß es einfach nur, wenn du zurück in Deutschland bist, dann lass dich da untersuchen. Als ich dann hier war, war es wirklich, sind wir von Krankenhaus zu Krankenhaus. Feiertag dazwischen, musste ich immer zwischendurch warten und dann letztendlich auch beim Orthopäden. Und das ist jetzt was, das einzig jetzt Wichtige ist jetzt unser MRT, was jetzt darüber entscheiden wird, ob es eine Operation nötig ist oder nicht. Bis jetzt kann ich auch nichts damit machen. Ist auch heiß drauf wahrscheinlich wieder weiter zu tun. Ja, aber ich bin auch froh darüber, dass ich jetzt zwanghaft auch mal ein bisschen abschalten kann.
und jetzt mal über die wirklich wichtigen Dinge im Leben ein bisschen nachdenken kann und wirklich einfach mal das Leben zu genießen sozusagen. Und ich bin auch aber dann wieder froh, zurück zu sein. Ja, cool. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, also auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Niederlage, ich habe auch mal zwischendurch mit Gedanken gespielt, wo ich gesagt habe, ey, warum mache ich das eigentlich? Also so die Motivation hat ein bisschen nach einer Weile auch so gefehlt. Aber wo ich jetzt nach der Niederlage mir gesagt habe, ey, umso recht möchte ich es einigen zeigen. Die werden noch sehen, dass es noch lange nicht meine 100% waren. Und die Leute, die an mir zweifeln oder die es mir nicht zutrauen, dass ich es in der russischen Ebene schaffe, ich hoffe in Zukunft, dass es anders sein wird. Ja, wir hoffen das auch und wir freuen uns, dich bald wieder im Oktagon oder im Ring zu sehen. Ich danke dir an der Stelle, Ada, dass du dir die Zeit genommen hast, den ganzen Stress. Du hast ja auch dein Auto hast du angemeldet heute, ne? Genau, bist hier da mit gebrochenen Armen oder ausgekühlten Armen, aber es läuft alles ganz gut. Ich werde immer ganz gut betreut von Freunden und Bekannten. Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle und bis bald.